Das gibt's doch nicht. Wir suchen jetzt schon seit Stunden. Strobit muss aber hier irgendwo sein. Politeus kommt bestimmt auch gleich zurück. Wo fühlt er sich ungestört und sicher? Wo könnte er hingehören? Was ist denn, Onsho? Jetzt komm schon, Mia. Wir müssen verschwinden. Warte kurz. Ich denke, ich hab... Alles okay. Es geht uns gut. Ja, Scrubbit ist auch hier. Wie es aussieht, haben Sie mehr als eine Plage in Ihrem Heim, Politeus. Ja, ein kleiner Bonus. Das geflügelte Einhorn. Gorga, keiner darf entkommen. Das war überhaupt nicht unser Deal. Ich wohne hier. Haben Sie das vergessen? Danke, Scrubbit. Du bist hier glücklich, nicht wahr? Hier gehörst du anscheinend hin. In eine Höhle. Nicht schon wieder! Ich fordere Sie auf, diesem Durcheinander ein Ende zu machen, nicht noch weiteres zu fabrizieren. Halten Sie sich hier raus, Politeus! Wir müssen verhindern, dass er es schafft, Onsho zu hypnotisieren. Ich habe für heute genug von Ihnen, Rixel. Oh nein! Rixel, hinter ihn! Die sind sogar noch schlimmer als dieser kleine, fiese Kerl hier. Keine Sorge, wir nehmen ihn mit. Wir haben ja erreicht, was wir wollten. Der ist nicht für dich, Scrubbit. Wir haben eine Überraschung für dich. Seht doch, wie glücklich er ist. Vielen herzlichen Dank, Rixel. Wenn mir das nächste Mal einer Ihrer Plagen auf den Geist geht, weiß ich, wen ich nicht rufen werde. Oh, und dieser Ring, nach dem Sie gesucht haben, liegt wieder weich und sicher verwahrt im schönen Elfenpalast. Wie das Orakel gesagt hat, er gehört hierher und hier fühlt er sich sicher. Ja, genau, man sieht's. Er sieht ziemlich glücklich aus. Entschuldigt, ich muss gehen. Macht's gut. Ciao, Mia. Komm bald wieder.